Halo, guten Tag, dobro dan, dobrodošli u novu video lekciju i još jedan trening za nemački jezik. Dakle, prevodit ćemo aktivno sa našeg na nemački jezik na sledeći način. Prevodimo nekih 25 rečenica. Međutim, ja vam prvo pročitam 5 rečenica na nemačkom. Dva put pročitam, prevedem. Znači, imate lepo vremena da razmislite da li sonst, damit, weil, gde je glagol, koji je glagol. Odslušate tih 5 rečenica i onda prevodimo tih 5 rečenica sa našeg na nemački i tako 5 puta. Izdržite do kraja, budite uporni, odgledajte videoklip više puta, naučite jednostavno da ove rečenice prevedete. One će vam pomoći za sve ostale rečenice koje ćete u budućnosti prevoditi. Dakle, pravite bazu tih rečenica u vašoj glavi da biste što pre krenuli da pričate na nemačkom. Ako vam se sviđa moj materijal koji koristim i rečenice koje koristim, onda sve njih možete naći u mojim elektronskim knjigama koje možete kupiti na sajtu Gumroad ili mi jednostavno pišete na e-mail jelenaspel@gmail.com i daću vam sve potrebne informacije kad su u pitanju knjige. Sad krećemo na lekciju. Spremnim. Kennst du den Weg nicht? Dann frag doch jemanden. Kennst du den Weg nicht? Dann frag doch jemanden. Zar ne znaš put? Pa pitaj nekoga. Er hat einen Termin beim Zahnarzt und er muss nicht so lange warten. Er hat einen Termin beim Zahnarzt und er muss nicht so lange warten. On ima zakazano kod zubara i ne mora dugo da čeka. Ich schreibe mir den Termin auf. Ich möchte ihn nicht vergessen. Ich schreibe mir den Termin auf. Ich möchte ihn nicht vergessen. Zapisat ću ja taj termin kad imam zakazano. Ne želim da to zaboravim. Sie will keine Erkältung kriegen. Sie will keine Erkältung kriegen. Ona ne želi da se prehladi. Ko želi? Niko. Sie soll einen Computerkurs machen. Sie kann dann einen besseren Job bekommen. Sie soll einen Computerkurs machen. Sie kann dann einen besseren Job bekommen. Ona treba da pohađa jedan kurs kompjutera, jer tada onda može da dobije bolji posao. Ok, zar ne znaš put? Pa onda pitaj nekoga. To je bila prva. Kennst du den Weg nicht? Frag jemanden. Možemo bilo je dan frag doch jemanden. Kennst du den Weg nicht? Zar ne znaš put? Kennst du den Weg nicht? Dan frag doch jemanden. Dan frag doch jemanden. Pitaj nekoga. Kennst du den Weg nicht? Zar ne znaš put? Dan frag doch jemanden. Pitaj nekoga. Uspešno prevedeno. Dobro, idemo dalje. Imam zakazano kod zubara i onda ne moram da čekam dugo. Ne, on ima zakazano i on ne mora da čeka dugo. Er hat einen Termin beim Zahnarzt. Er muss nicht lange warten. Er hat einen Termin beim Zahnarzt und er muss nicht lange warten. Uspešno, Jova, dobro. Idemo dalje. Ja zapisujem taj termin jer ne želim da ga zaboravim. Ich schreibe den Termin auf. Ich will ihn nicht vergessen. Ich schreibe den Termin auf.
aufschreiben, zapisati. Ich will in njega, pošto je termin muškog roda, ich will in nicht vergessen. Ona ne želi da se prehladi. Da, mislim da je bilo sad ne želi da dobije prehladu. So. Also ne želi da se prehladi, sie will sich nicht erkälten. Sie will sich nicht erkälten oder sie will keine Erkältung kriegen. Ona ne želi da dobije Erkältung. Sie will keine Erkältung kriegen. Sie will sich nicht erkälten, sie will keine Erkältung kriegen. Trebalo bi da pohađa kurs kompjutera, a onda može da dobije bolji posao. Sie soll einen Computerkurs machen, dann kann sie einen besseren Job bekommen. Sie soll einen Computerkurs machen, dann kann sie einen besseren Job bekommen. Muški rod akuzativ, Kurs i Job. Zato je einen. Sie fährt am Wochenende in die Berge, sie kann sich dann erholen. Sie fährt am Wochenende in die Berge. Sie kann sich dann erholen. Ona ide za vikend na planine i onda može da se odmori, oporavi. Erholen. Ich muss eine Schlaftablette nehmen, wenn ich besser einschlafen will. Ich muss eine Schlaftablette nehmen, wenn ich besser einschlafen will. Moram da uzmem tabletu za spavanje ako želim da bolje zaspim. Er macht einen Online-Kurs, er kann dann zu Hause lernen. Er macht einen Online-Kurs, er kann dann zu Hause lernen. On pohađa Online-Kurs i može da uči kod kuće. Er braucht Ruhe. Sie kann sich dann besser konzentrieren. Er braucht Ruhe. Er kann sich dann besser konzentrieren. Njemu je potreban mir. On tada može bolje da se koncentriše. Er steht heute früher auf. Er kann dann vor dem Frühstück noch joggen. Er steht heute früher auf. Er kann dann vor dem Frühstück noch joggen. Danas ustaje ranije, jer onda pre doručka može da ide na jogging. Za vikend ide u planine i onda se tamo može oporaviti, odmoriti. Am Wochenende fährt sie in die Berge, dann kann sie sich erholen. Am Wochenende fährt sie in die Berge und dann kann sie sich erholen. Sich erholen, sich ausruhen, odmoriti se, erholen, oporaviti se. Od stresa. Moram da uzmem tabletu za spavanje ako želim da bolje spavam. Ich muss eine Schlaftablette nehmen, wenn ich besser einschlafen will. Oder wenn ich besser schlafen will. Ich muss eine Schlaftablette nehmen, wenn ako ich besser einschlafen will. Ako želim da bolje zaspim.
On pohađa online kurs i može da uči kod kuće. Er macht einen Online-Kurs und dann kann er zu Hause lernen. Er macht einen Online-Kurs und dann kann er zu Hause lernen. Potreban mu je odmor, tada može, ne odmor, nego je ovdje bilo mir. Potreban mu je mir i tada može bolje da se koncentriše. Er braucht Ruhe. Dann kann er sich besser konzentrieren. Er braucht Ruhe. Dann kann er sich besser konzentrieren. Danas ustaje ranije jer može da trči pre doručka. Heute steht er früher auf, dann kann er vor dem Frühstück joggen. Heute steht er früher auf, dann kann er vor dem Frühstück noch joggen. Wenn du Probleme mit dieser Aufgabe hast, frag bitte mich um Hilfe. Wenn du Probleme mit dieser Aufgabe hast, frag bitte mich um Hilfe. Ako imaš probleme sa ovim zadatkom, pitaj me za pomoć. Suchst du noch eine Wohnung? Suchst du noch eine Wohnung? Da li još uvijek tražiš stan? Ich kaufe mir gute Schuhe, weil ich in den Bergen wandern will. Ich kaufe mir gute Schuhe, weil ich in den Bergen wandern will. Kupujem si sebi dobre cipele jer želim da idem na planinarenje po planini. Ist dir langweilig? Ist dir langweilig? Da li ti je dosadno? Brauchst du Hilfe? Dann ruf mich doch an. Brauchst du Hilfe? Dann ruf mich doch an. Treba ti pomoć? Ako imate problem sa ovim zadatkom, zamolite me za pomoć. Wenn Sie ein Problem mit dieser Aufgabe haben, bitten Sie mich um Hilfe. Wenn Sie ein Problem mit dieser Aufgabe haben, bitten Sie mich um Hilfe. Da li još uvijek tražite stan? Suchen Sie noch eine Wohnung? Suchen Sie noch eine Wohnung? Kupim dobre cipele, jer želim da idem na wandern. Ich kaufe mir gute Schuhe, weil ich in den Bergen wandern will. Ich kaufe mir gute Schuhe, weil ich in den Bergen, wo, Dativ, in den Bergen wandern will. Da li ti je dosadno? Ist es dir langweilig? Ist es dir langweilig? Treba li ti pomoć? Onda me pozovi.
Brauchst du Hilfe? Dann ruf mich an. Brauchst du Hilfe? Dann ruf mich an. So wie mir. Es ist mir kalt, ich mache das Fenster zu. Es ist mir kalt, ich mache das Fenster zu. Hladno mi je, zatvaram prozor. Glaubst du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Zar mi ne veruješ? Wenn du nicht bald buchst, bekommst du kein Hotelzimmer mehr. Wenn du nicht bald buchst, bekommst du kein Hotelzimmer mehr. Ako uskoro ne rezervišeš, nećeš dobiti hotelsku sobu. Du musst dich beeilen, sonst kommen wir zu spät. Du musst dich beeilen, sonst kommen wir zu spät. Moraš da požuriš, inače ćemo zakasniti. Du musst mir helfen, andernfalls schaffe ich die Arbeit nicht. Du musst mir helfen, andernfalls schaffe ich die Arbeit nicht. Moraš mi pomoći, u drugom slučaju neću moći da završim taj posao. Hladno mi je, zatvaram prozor. Es ist mir kalt, ich mache das Fenster zu. Es ist mir kalt, ich mache das Fenster zu. Zar mi ne veruješ? Glaubst du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Ako uskoro ne rezervišete, nećete dobiti sobu. Wenn Sie bald nicht buchen, bekommen Sie kein Zimmer mehr. Wenn Sie bald nicht buchen, bekommen Sie kein Hotelzimmer mehr. Moraš da požuriš, inače ćemo zakasniti. Du musst dich beeilen, sonst kommen wir zu spät. Du musst dich beeilen, sonst kommen wir zu spät. Moraš mi pomoći, inače neću moći da obavim ovaj posao. Zum Beispiel, ili Arbeit, mislim da bilo se schaffen, mogu različite kombinacije. Du musst mir helfen, sonst schaffe ich die Arbeit nicht, die Aufgabe nicht. Ajde, Arbeit, da se ne mogu što piše posao, dobro. Du musst mir helfen, sonst schaffe ich die Arbeit nicht. Er muss sparen, sonst kann er nicht in Urlaub fahren. Er muss sparen, sonst kann er nicht in Urlaub fahren. On mora da štedi, inače ne može da ide na odmor. Du musst dich wärmer anziehen, sonst erkältest du dich. Du musst dich wärmer anziehen, sonst erkältest du dich. Moraš se toplije obući, inače ćeš se prehladiti. Ich muss Geld abheben, weil ich die Rechnung nicht bezahlen kann. Ich muss Geld abheben, weil ich die Rechnung nicht bezahlen kann. Moram da podignem novac, jer ne mogu da platim račun. Ich erkläre ihm alles sehr langsam, damit er alles verstehen soll. Ich erkläre ihm alles sehr langsam, damit er alles verstehen soll. Ja njemu objašnjavam sve polako, da bi on sve to razumeti. Možda sam imao kan, da bi mogao da razumem. Da mi te alles verstehen kann. Gib mir den Wagenschlüssel, ich soll die Freundin vom Bahnhof abholen. Gib mir den Wagenschlüssel, ich soll die Freundin vom Bahnhof abholen. Daj mi ključ od auta, treba da idem po devojku na stanicu. Und wir müssen trainieren, wenn wir fit bleiben wollen.
Wir müssen trainieren, wenn wir fit bleiben wollen. Moramo da treniramo, ako želimo da budemo, da ostanemo fit. On mora da štedi, inače ne može na odmor. Muss sparen, sonst kann in Urlaub nicht fahren. Muss sparen, sonst kann in Urlaub nicht fahren. Treba da se oblačite toplije, inače ćete se prehladiti. Sie sollen sich wärmer anziehen, sonst kriegen Sie eine Erkältung. Sie sollen sich wärmer anziehen, sonst kriegen Sie eine Erkältung. Moram da podignem novac jer ne mogu da platim račun. Ich muss Geld abheben, weil ich die Rechnung nicht bezahlen kann. Ich muss die Geld heben, weil ich die Rechnung nicht bezahlen kann. Objašnjavam mu sve veoma polako da bi on mogao sve da razume. Ich erkläre ihm alles sehr langsam, damit alles verstehen kann. Ich erkläre ihm alles sehr langsam, damit alles verstehen kann. Daj mi ključ od auta, treba da pokupim svoju devojku sa željezničke stanice. Gib mir den Wagenschlüssel. Ich soll meine Freundin vom Bahnhof abholen. Gib mir den Wagenschlüssel. Ich soll meine Freundin vom Bahnhof abholen. Und moramo da vežbamo ako želimo da budemo u formi. Wir müssen trainieren, wenn wir fit bleiben wollen. Wir müssen trainieren, wenn wir fit bleiben wollen. Ste sve dobro preveli. Ako ne, vratite se, pogledajte još nekoliko puta. Tschüss!